Pressekonferenz nach dem Spiel SK Rapid Wien gegen den RZ Belitz WRC. Bei mir Cheftrainer Ferdinand Feldhofer. Ferdinand, ich darf dich gleich bitten um dein Fazit zum heutigen Spiel. Ja, schönen Abend. Ist ja nicht mehr ganz früh. Unnötige Niederlage, also typisches 0-0 erste Halbzeit. Wir haben einfach einen kollektiven Fehler gemacht, wo wir mit zwei, drei Spielern den Ball nicht wegverteidigen können und dann einfach durch einen Weitschuss das Tor bekommen haben. Ich denke, es war auf beiden Seiten jetzt nicht viel mehr los. Zweite Halbzeit sind wir ganz gut aus der Kabine gekommen, haben Rapid, glaube ich, auch gut bespielt, sie in ihrer Hälfte gehalten und haben aus unseren zwei, drei Hochkarätern dann kein Tor gemacht und somit haben wir 1-0 verloren. Bitte. Das war irgendwie von WRC gegen Rapid in letzter Zeit, das war meistens ein Spektakel irgendwie. Was war da heute irgendwie los? War das der Respekt voreinander? Das war irgendwie so eine absolute Pattstellung, vor allem vor der Pause der einzige Schuss aufs Tor, natürlich haltbar, war eben das Tor. Was war da irgendwie? Der Küber hat gesagt, dass Rapid völlig die geistige Frische gefällt hat, etc. Ja, schwer zum Sagen. Also natürlich ist Respekt vorhanden. Das kann ich jetzt nur von unserer Seite sprechen, aber wir haben da einfach nicht gut gespielt. Also das kann man jetzt nicht anders erklären, erste Halbzeit. Wir haben einfach mit Ball zu wenig mutig, zu wenig Laufarbeit, zu wenig Tiefe gehabt und das haben wir dann zweite Hälfte korrigiert und haben es besser gemacht. Trotzdem kann man so gut spielen, wie man will. Man muss auch einmal aus wenig Chancen auch sich belohnen. Und das verfolgt uns jetzt schon in diesem Jahr länger. Ferdinand, weil du sagst, aus wenigen Chancen belohnen, ich weiß, so Vereinfachungen hören Trainer nicht so gern, aber kann man es runterbrechen, dass ein wesentlicher Unterschied da schon weiß man ist, wo man letztes Jahr oft sich gefragt hat, wie macht er die Tore? Aus unglaublicher Effektivität und ja. Er ist halt einfach in dieser Form nicht zu ersetzen. Ja, ich glaube, Ronaldo ist auch nicht leicht zu ersetzen für die Top-Clubs. Ich halte aber nicht viel davon, jetzt noch über den Sean Weismann zu sprechen, weil es ist, glaube ich, schon fast mehr, also halbes Jahr oder 7, 8 Monate her, dass er für uns gespielt hat. Wir waren, glaube ich, die einzige Mannschaft im Herbst, die in jeder Runde in der Meisterschaft getroffen hat und aktuell funktioniert es halt nicht so. Wobei ich sagen muss, die Leistungen, die Chancen kreieren wir. Wir müssen es einfach nur machen und uns belohnen. Ferdl, dieser Trippeltausch in der 72. Minute, war der jetzt im Grunde diesem ja sehr, sehr intensiven Programm von euch geschuldet oder einfach geschuldet, dass du drei Leute runtergenommen hast und drei gebracht hast, von denen du dir in dem Moment mehr erwartet hast? Ja, wie gesagt, wir sind noch immer in drei Bewerben unterwegs. Wir hatten einen schweren Cupfight auf einem wirklich tiefen Boden, wo einige 120 Minuten gegangen sind und dementsprechend war dann natürlich die Frische Mitgrund, dass ich das gemacht habe und natürlich wollte ich noch die Offensive verstärken. Wenn du diese drei Bewerbe nimmst, ich nehme jetzt an, dass der WRC nicht die Europa League gewinnt, was ist da? Das ist schwierig oder so gesagt, bekanntlich ist der Cup der kürzeste Weg in einen Europacup. Ist das schwierig? Dann muss man, kann man da wirklich sagen, das ist alles drei gleich wert. Natürlich ist ein Match gegen Tottenham in normaler Zeit ein Erlebnis. Jetzt spielst du halt in einem leeren Stadion. Ist das irgendwie ein Problem, dass man da, vielleicht sind drei Bewerbe in dieser Situation wirklich zu viel? Muss man da irgendwelche Unterschiede machen? Ich meine, der Alltag ist halt die Bundesliga. Ne? Ja, also ich bin jetzt kein Freund, dass man gleich die Europa League abschreibt. Wir wollten unbedingt weiterkommen und ja, das war natürlich ein Highlight für uns. Wir reden dort jetzt, glaube ich, nur von der Dreifachbelastung, aber wir reden nicht, dass eine komplett neue Mannschaft im Sommer bei uns geformt wurde und dementsprechend sind wir da schon ganz gut unterwegs. Halbfinale ÖFB Cup,
Wir sind im 16. Finale Europa League und wir sind aktuell, glaube ich, in der Tabelle noch unter den Top 6. Und wir hatten von den 4 Führenden, die 3 haben wir schon bespielt. Also die Auslosung schaut nicht so schlecht aus in den nächsten Runden. Aber das ändert nichts daran, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen und die Tore machen. Du hast vor dem Spiel gesagt, Rapid spielt sehr angepasst an den Gegner, ist schwer auszurechnen. Was ist in deiner Meinung nach die größte Stärke von einer Mannschaft, die jetzt mit ganz unterschiedlichen Spielweisen und Spielorten 5 Ligasiege in Folge hat? Na, also großes Lob ans Trainerteam, an Didi, wie er das schafft, dass die Jungs das auch so mittragen und mitziehen, sich sehr flexibel am Platz verhalten. Also sie haben da wirklich auf jedes System immer Grundordnung, auch heute wieder gesehen und ja. Also das machen sie sehr gut und werden auch aktuell sehr, sehr hoch belohnt damit, mit den Punkten aus Beute. Gut, gibt es noch Fragen? Dann sage ich danke.